Kapitel 10 Jane Boleyn, Calais, Dezember 1539. Sie wird ihm niemals gefallen, das arme Kind. In diesem Leben nicht und nicht in 1000 Jahren. Ich bin erstaunt, dass seine Gesandten ihn nicht gewarnt haben. Aber sie haben wohl nur das Bündnis gegen Frankreich und Spanien im Auge gehabt. Das Bündnis der Protestanten gegen die katholischen Herrscher und nicht an König Heinrichs Geschmack in Bezug auf Frauen gedacht. Nichts könnte sie tun, um die Art Frau zu werden, die ihm gefällt. Er mag schlagfertige, hold lächelnde Frauen, Frauen mit einem vielversprechenden Benehmen. Selbst die ruhige und gehorsame Jane Seymour strahlte eine Willfährigkeit aus, die sinnliche Freuden versprach. Aber Anna von Kleve ist wie ein Kind, ein tapsiges Kind, mit dem ehrlichen Blick und dem arglosen Lächeln eines Kindes. Sie freut sich kindlich, wenn sich jemand tief vor ihr verneigt, und als sie die Schiffe im Hafen erblickt, schien sie vor Freude in die Hände klatschen zu wollen. Wenn sie müde oder von Eindrücken überwältigt ist, wird sie blass und sieht aus, als wolle sie gleich anfangen zu weinen. Wenn sie Angst hat, röten sich ihre Nase wie bei einem verschnupften Bauern. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte es eine herrliche Burleske sein, dass ausgerechnet dieses tapsige Mädchen in die diamantbesetzten Schuhe der Anne Boleyn steigt. Was haben sie sich nur dabei gedacht, als Anna von Kleve auserwählten? Aber ihre Unbeholfenheit liefert mir den Schlüssel zu ihrem Wesen. Ich kann ihr eine Freundin sein, eine beste Freundin und Vertraute. Sie wird eine Freundin brauchen, das arme, verlorene Mädchen. Sie wird eine Freundin brauchen, die sich an einem Hof wie diesem unsrigen auskennt. Ich kann ihr alles erklären, was sie wissen muss, kann sie alle Kniffe lehren. Wer sollte das auch besser können als ich, die ich inmitten des prächtigsten Hofes Englands gelebt habe und diesen in Flammen aufgehen sah? Wer sollte eine Königin besser schützen können als ich, die zusehen musste, wie eine Königin ihren Ruin herbeiführte und ihre Familie mit ins Verderben riss? Ich habe gelobt, dieser neuen Königin eine Freundin zu sein, und ich kann dieses Versprechen halten. Sie ist noch jung, erst 24, aber sie wird klüger werden. Sie ist unwissend, aber sie kann belehrt werden. Sie ist unerfahren, aber das Leben wird sie erfahren machen. Ich kann viel tun für dieses wunderliche junge Frau, und es wird eine wahre Freude und eine einzigartige Gelegenheit sein, für sie Führerin und Mentorin zu spielen.